Kleine Schritte, großer Effekt. Runde für Runde. Hunderte begeisterte Läuferinnen und Läufer sind Teil des Fairplay-Laufs der Deutschen Olympischen Gesellschaft Berlin. Ich finde es einfach super, Sport zu machen, sich zu bewegen. Und das noch in dem Ambiente hier und mit so vielen Leuten fand ich einfach super. Und das alles für eine gute Sache. Es geht um die zentralen Werte des Sports. Respekt, Teamgeist und Fairplay. Unter dem Motto Leistung macht Spaß haben Teilnehmende 30 Minuten Zeit, ihre Runden auf der Tatanbahn zu drehen. Man kann laufen, joggen oder walken, alleine, mit Freunden oder im Team. Alle so, wie sie möchten. Es war beeindruckend auf jeden Fall. Also wenn man hier so die ganzen Ränge sieht, wenn man hier läuft, es fühlt sich schon schön an. Mitmachen ist ganz einfach. Kostenlos anmelden, laufen, Spaß haben. Und der Fairplay-Lauf wird immer beliebter. Auch in diesem Jahr war die Teilnehmergrenze wieder schnell erreicht. Ob jung oder alt, groß oder klein, alle sind dabei. Also für uns ist es immer ein Ansporn, jedes Jahr aufs Neue, weil wir das Ganze ja ehrenamtlich organisieren. Bin total dankbar, dass unsere Partner, so wie Lotto Berlin oder auch die Rotaria Berlin Zitadelle, aber eben auch unser Partnerverein ABC Berlin Zentrum e.V., der jetzt mit vielen Helfern das hier absichert, dass die alle bereitstehen. Das eine ist immer das Finanzielle, das andere das Inhaltliche. Aber man merkt, alle sind mit Herzblut dabei. Kein Wunder bei der Kulisse. Denn vor mehr als 2 Monaten fand hier noch das Finale der Europameisterschaft statt. Heute haben die Läuferinnen und Läufer das prestigeträchtige Olympiastadion ganz für sich. Ja, es ist ja auch ein historischer Ort hier, also sehr spannend zu sehen. Auch das erste Mal hier unten zu sein, auf der Laufbahn zu laufen und wirklich da zu stehen, wo auch weltberühmte Sportler schon gelaufen sind, ist was Besonderes. Die ganz großen Sportlerinnen und Sportler. Nach Fußball-EM, also auch Olympische Spiele. Das Interesse ist auf jeden Fall da. Die Zuschauerzahlen der Olympischen und Paralympischen Spiele waren in diesem Jahr so hoch wie noch nie. Auch Kanu-Olympiasieger Ronald Raue, der ebenfalls mitgelaufen ist, befürwortet eine Austragung in der Hauptstadt. Ich würde es mir wünschen, vom allertiefsten Herzen. Also ich weiß, was es bewegen kann. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es auch mit den Menschen macht, so ein olympisches Spirit. Und daher ist Berlin für mich einfach auch eine perfekte Stadt, um hier nochmal Olympische Spiele herzuholen. Und auch am Willen der Berlinerinnen und Berliner wird es nicht scheitern. Sie machen sich jetzt schon stark für die olympischen Werte. Menschliches Miteinander, Völkerverständigung, Freundschaft. Und womöglich klappt es dann auch mit Olympischen Spielen in Berlin.